Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute ein etwas anderes Unboxing für euch. Ihr seht es schon, der Karton ist schon etwas größer auch. Und ich würde sagen, wir ziehen von unserem altbekannten Unboxing-Tisch weg auf den Boden, weil das Paket noch zu groß ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und bis dann. Ja, um mal vorweg was zu sagen, das Produkt, das ich gerade unboxe, das ist von Astro selbst. Und Astro ist ja eigentlich eher bekannt für seine Headsets wie das A40, das A30 oder jetzt komplett das neue Wireless A50, das erst seit kurzem auf dem Markt ist. Zudem gibt es aber von Astro noch eine Transport Series. Und sobald ich das Paket geöffnet habe, werdet ihr sehen, um was es sich handelt. Es gibt nämlich genau drei verschiedene Produkte von der Astro Transport Series und ich habe hier den Astro Backpack, der unter anderem auch in einer ganz normalen MLG Edition erhältlich ist und natürlich, so wie ich ihn hier habe, in so einer ganz normalen schwarzen. Dann gibt es zusätzlich eine Rody Bag, damit könnt ihr eure Guitar Hero Gitarren und Kabel und Gegenstände besser transportieren. Und zuletzt gibt es noch eine Mission Bag, die aussieht wie eine ganz normale Transporttasche, beziehungsweise Sporttasche besser gesagt. Die gibt es auch in MLG Edition. Aber jetzt mal hier Näheres zum Backpack, also zum Rucksack, der hier in einem großen Karton gekommen ist. Schön verpackt in Plastik, damit kein Staub oder anderer grober Dreck dran kommt. Und ich würde mal sagen, ich hole das ganze Teil mal aus der Plastikfolie raus und zeige es euch mal von etwas näher. Das Ganze ist sehr in einem schlichten Schwarz gehalten, wie ihr schon sehen könnt, was mir eigentlich relativ gut gefällt. Es gibt ja, sonst kennt man ja von vielen Rucksäcken, dass da viele Muster gibt, viele, ja, verschiedene Figuren drauf oder sowas. Da ist es eigentlich gar nicht so, da ist nur das Logo und sonst alles schön in Schwarz. Jetzt mal das Ganze etwas von nahem. Wie ihr sehen könnt, relativ flach, wenn jetzt so lange nichts drin ist, ist ja natürlich noch nichts drin. Ich habe es auch gerade erst ausgepackt. Und da hätten wir vorne den Astro-Schriftzug und hier unten so ein kleines Symbol. Ich weiß nicht ganz genau, für was es stehen soll. Auf jeden Fall schlecht aussehen tut es schon mal nicht. Und kommen wir mal zur ersten Tasche. Da ist ein lustiges Gimmick. Da ist vorne so ein, wie so eine 3,5 Klinke als Reißverschluss. Also dieser Griff zum Öffnen ist quasi 3,5 Klinke und da könnt ihr. Vorne ist eine kleine Seitentasche, wo ihr quasi so, keine Ahnung, Pass, Geld, Schlüssel oder Handy, also einfach Kleinigkeiten reinmachen könnt, wie ihr auch sehen könnt. Passt da wahrscheinlich auch nichts Größeres rein, aber dafür ist es eigentlich auch gedacht, für so Kleinigkeiten. Dann kommen wir mal weiter hier zur ersten größeren Tasche des Rucksacks, die man hier vorne sehen kann. Man kann sagen, an allen Taschen, die ihr sehen werdet, sind immer zwei Reißverschlüsse dran. Das heißt, man kann auch beliebig anordnen, wo sie enden sollen. Und die gehen eigentlich immer bis ganz am Boden. Also kann man hier auch variieren, je nachdem. Ups, was fällt dann daraus? Ein Glas. Also schon mal hier, ich hatte das schon mal in Aktion dabei. Dazu aber später mehr. Ja, hier auf jeden Fall kann man sehen, sehr viele Taschen. Da hat Astro auf jeden Fall mitgedacht, weil man zum Beispiel viele Kabel oder viele Kleinigkeiten für sein Headset, für seine Konsole, für Spiele, was auch immer transportieren möchte. Insgesamt sind es 6 an der Zahl. Da könnt ihr auch selbst, ja, die sind jeweils mit Reißverschlüssen gesichert und, ja, wie schon gesagt, 6 an der Zahl, beziehungsweise 5, eine große unten. Wie man auch hier sehen kann, hier Astro bringt schon so eine kleine Tasche mit. Also diese Tasche, die ihr jetzt seht in der Mitte, die ist für den Astro Mix Amp, weil die Tasche natürlich selbst von Astro produziert wurde, um seine Headsets dann quasi sicher und komfortabel zum Freund oder auf ein Turnier mitzunehmen. Da hier diese kleine Tasche, die jetzt hier noch mit so Plastik gesichert ist, das habe ich noch nicht weggemacht. Da kommt das, also soll der Astro Mix Amp reinkommen, aber natürlich kann man die Tasche auch zweckentfremden, was ich auch wahrscheinlich vorhabe. Da ich selbst kein Astro-Besitzer bin, ich sitze eher auf die C-Series-Produkte, aber das soll jetzt hier eben eher nebensächlich sein. Aber ich zeige es euch natürlich trotzdem. Das ist vorne ein kleines Täschchen und wie ihr jetzt gerade seht, hier kommt, soll selbst der Astro-Mixer reinkommen.
Das ist alles super toll gesichert. Also, was heißt super toll gesichert? Ist super toll gepolstert. Also kann hier auch kein großer Schaden entstehen. Ihr habt es bestimmt vorher schon gesehen und jetzt habe ich es auch gerade nochmal gezeigt. Es ist immer diese kleinen Astromännchen. Ich weiß nicht genau, ob das so kleine Astrosoldaten oder Astronauten sein sollen. Auf jeden Fall ist immer dieses Muster drin, was mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Hier diese Schlaufe hier oben soll für den Headset-Bügel oben sein, dass man es das quasi da reinlegt, also an, ja, reinlegen, ganz einfach kann man sagen, reinlegen kann. Und ja, so ist es quasi sicher. Generell kann man sagen, man sieht sofort oder man sieht es vielleicht nicht direkt im Video. Auf jeden Fall ist es alles sehr gut gepolstert. Also egal, ob vorne ist polstert, hinten ist gepolstert. Das ist auf jeden Fall ziemlich sicher. Dann gibt es hier vorne nochmal so Taschen, die man so ausdehnen kann, je nachdem, was man hier auch reinmacht. Die meisten werden da wahrscheinlich, also wenn sie es wirklich zum ihren Gaming-Stuff zum Transportieren, werden das wahrscheinlich nutzen für ihre Controller, weil es einfach die passende Größe hat. Und Astro, ja, wirbt auch damit, da die Controller reinzumachen. Ja, ich schließe jetzt mal die vordere Tasche wieder und kommen wir dann auf jeden Fall mal zur größten Tasche in dem Rucksack, wo, denke ich, auch mal am meisten reinpasst. Macht ja auch irgendwie Sinn. Hier war die erste und hier die größere zweite. Zu der mittleren Tasche kommen wir später nochmal. Ich zeige euch erstmal die große. Und da sieht man auf jeden Fall auch wieder dieses Muster, wie ich schon bereits erwähnte. Und hinten dieses Fach, das auch Astro bewirbt, wo man hauptsächlich seine Konsole oder sein Notebook mit transportieren können soll. Und das Gute daran auch ist, wie ihr auch gleich sehen werdet, ist super gepolstert, also wieder mit so einem. Ja, wie soll man sagen? Es ist kein richtiges Fell, aber also es ist mehr so ein Kunstfell auf jeden Fall. Es auf jeden Fall fühlt sich sehr gut an. Dann ist halt vorne auch wie so eine Lasche, die man auch anordnen kann. Mit so einem Klettverschluss. Die kann man dann eben selbst anpassen, je nachdem, was man transportiert. Ob es jetzt die Konsole ist, die natürlich etwas dicker ist, oder nur ein Notebook, das ja meistens, also ich sag mal in den meisten Fällen, natürlich dünner ist als die Konsole selbst. Passen tut die alte Konsole, also von der Xbox 360, also die dicke und die Slim natürlich beide, weil die Slim so und so dünner ist. Und bei der PS3 musste ich erstmal ausprobieren, ob die reinpasst, weil generell wirbt Astro hier mit der Xbox 360-Konsole, dass die auf jeden Fall reinpasst. Dann ist vorne nochmal so eine kleine Tasche, wie ihr auch gerade sie gesehen habt, die so leicht durchsichtig ist, also dieses so Nylon, das so durchsichtig ist. Da kann man sicherlich auch mal so Sachen wie Kabel oder ähnliches reinmachen. Unten am Boden ist es auch super toll gesichert, beziehungsweise gepolstert. Das macht ja dann die Sicherheit aus. Und ich mache mal die zweite Tasche zu, weil mehr gibt es da eigentlich nichts groß zu sagen. Ja. Dann kommen wir jetzt zu der mittleren Tasche, die ich ja vorhin ausgelassen habe. Das ist auch wieder so eine kleine Tasche, wo ihr auch so Kleinigkeiten wie Sonnenbrille, Handy oder sowas transportieren. Und jetzt seht ihr auch nochmal diesen Stoff, dieses Fell, das ich gemeint habe, etwas von näher. Das ist eigentlich überall in diesen Dingern verbaut. In diesen vorderen sechs bzw. fünf Taschen nicht, aber in diesen ganzen wichtigen, wo wichtige Sachen oder empfindliche Sachen reinkommen könnten, auf jeden Fall. Dann mal hier auf die Rückseite, da seht ihr auch schon hier die Tragegurte, die super gut gepolstert sind. Also da bin ich echt überrascht gewesen. Das hat man eigentlich in dieser Preisklasse selten. Ja, der Preis beträgt sich, wenn ich habe es in Deutschland bestellt, auf 60 Euro. In den USA kostet das Ganze 99 Dollar. Das sind umgerechnet, also könnt ihr ja mal gucken, wie dabei ähnlich liegen. Dann könnt ihr das natürlich je nach Größe hier verstellen, dieser Verschluss, der einfach das sichere Laufen, beziehungsweise wenn ihr mal ein bisschen, der Rucksack mal ein bisschen schwerer belastet ist, dass die Tragetaschen immer schön zusammenbleiben und das Laufen einfach erträglicher machen. Dann diese Gurte haben mir auch sehr gut gefallen. Vorne mit diesen kleinen Ringen. Man kann sie einfach ganz leicht mit dem Finger straff ziehen. Wenn man mal im Sprint ist auf der U-Bahn oder zum Zug. Da geht es ganz easy. Dann haben wir oben,
habe mir normalerweise an einem Rucksack immer so einen Haltegriff, falls man ihn mal abnimmt und in der Hand hält. Da hat Astro zwar keinen separaten Haltegriff, allerdings haben sie oben in diese Tragegurte sowas Ähnliches integriert, was das Ganze eigentlich ersetzt und völlig ausreicht. Ein cooles Gimmick, das ich euch jetzt zeige, ist hier diese Seitentasche, beziehungsweise ist keine richtige Tasche, es ist mehr für Flaschen, also für, wenn ihr auf der Reise seid und eine Flasche dabei habt, dann könnt ihr die hier einfach reinmachen, also könnt ihr einfach Reißverschluss auf, Flasche rein und je nach Flaschengröße mit diesem Zipper zuziehen. Und ja, ist eigentlich ausreichend groß. Ja, einfach hier, genau wie gesagt, mit dem Zipper anordnen, wie groß es alles ist, dann bleibt alles bombenfest sicher. Und falls man es nicht mehr braucht, ist auch ist ganz cool, einfach wieder alles zurückpacken und Reißverschluss zu. Und schon ist das Ganze gefahrlos aus dem Weg. So, als nächstes werde ich euch jetzt erstmal nochmal ein paar Kleinigkeiten nochmal direkt im Close-up, also im Detail zeigen. Hier nochmal der Astro-Schriftzug und hier dieses untere Symbol. Und natürlich der 3,5 Zipper auch nochmal im Detail, was ich echt cooles Gimmick finde. Und den man auch einfach, wenn man nicht mehr braucht oder wenn man Gefahr, wenn man Angst hat, irgendwie, dass da jemand drauftreten könnte, warum auch immer, wenn man mal in die Ecke stellt, kann man einfach so verstauen. Und man sieht eigentlich nichts und es steht nichts heraus. Dann oben an den anderen Reißverschlüssen sind jeweils diese Astro-Stars, also diese Sterne, eingelassen, was auch nochmal ganz cool aussieht. Das oben natürlich an dieser mittleren Tasche auch, also ist generell an allen Zippern, beziehungsweise bis auf den vorderen natürlich nicht, da habe ich ja, gibt es ja diesen 3,5. Und was hier an diesen beiden cool ist, also für die Haupttasche, wo quasi eure Konsole oder euer Notebook oder was auch immer, ihr könnt natürlich auch Bücher oder reinmachen. Hier könnt ihr sehen, das, was ich gemeint habe, könnt ihr auch einfach mit einem kleinen Schloss verriegeln. So kommt eigentlich auch kein Fremder dran, falls ihr ihn mal in die Ecke stellt und ein paar Meter zur Seite geht. Dann haben wir an der Seite hier, wo die Flasche reinkommt, auch nochmal so ein kleines, ja, einfach aus Plastik, aus einem ganz harten, stabilen Plastik, auch nochmal das Astrologo integriert, was wir hier auch am Tragegurt auch nochmal haben, was wie so eingenäht ist und sich auch ziemlich cool anfühlt und ziemlich toll aussieht. Zudem seht ihr hier auch nochmal die Tragegurte im Detail, wie die, ich bereits gesagt erwähnte, sehr gut gepolstert sind und mit so einem Nylonstoff überzogen sind, dass da ausreichend Luft dazwischen kommt. Dann hier nochmal am Rücken zu zeigen, die Polsterung, die nicht komplett übersät ist, also nicht komplett am Rücken ist, sondern so teilweise, aber an den wichtigsten Stellen ist, um auch nochmal so einen kleinen Luftstrom dazwischen zu schaffen, damit an heißen Sommertagen die Luft gut zirkulieren kann. Ja, hier nochmal ein kleines Detail, alles im Überblick. Zusätzlich hier kann man sagen, dass der ganze Rucksack ziemlich hart ist für einen normalen Rucksack, also damit natürlich da nichts groß verbiegen kann. Wenn man mal damit unterwegs ist und ich würde mal sagen, während ihr hier gerade auf dem Boden seht, hoffe ich, euch hat es gefallen. Das Review wird etwas länger dauern, damit ich es natürlich richtig testen kann und wir sehen uns bis dann. Ciao, Leute.